Kapitel 4 Der Lehrling. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Im besten Fall sind wir bei Laurentio sicher. Erreiche Laurentios Hof, da werden wir dann jetzt definitiv hinkommen. Da oben, eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Ich sehe immer noch keine. Ach, jetzt wo willst du denn hin? Jetzt geht's auch ein bisschen los, dass das... Ja, Hugo. Was ist das? Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon. Aber ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Bei solchen Blasen, das wird doch nicht nur ein Frosch sein. Das sieht so aus, als wenn der Schwarm Ratten da unten... ebenfalls unterwegs ist. Hier haben wir noch ein bisschen Material. Steine können wir nicht mehr schleppen. Ist auch nicht so schlimm. Jemand kam her, um ein Buch zu lesen. Blut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber sicherlich nichts Gutes. Vielleicht... sind die Ratten gekommen? Vielleicht, ja. Hier ist noch mehr. Was ist das? Irgendein Gefäß. Das Zeug da drin sieht komisch aus. Ja, lassen wir lieber die Finger davon. Ein hermetisches Gefäß. Ein Tongefäß, in dem alchemistisches Material verarbeitet, gekocht oder mit Säure versetzt wird. Und das seinen Besitzer vor Dämpfen und Spritzern schützen soll. Das Wort hermetisch leitet sich von Hermes Trismegistus ab, einer sagenumwobenen Figur aus der griechisch-ägyptischen Antike, in dem wir die berühmte Tabula Smaragdina, die smaragdene Tafel, zu verdanken haben, die als einer der Grundlagentexte der Alchemie gilt. Seht ihr mal? So ist es. Gut. Nächstes. Salpeter können wir jetzt nicht mehr aufsammeln. Das finde ich ungeil. Können wir denn noch irgendwas herstellen? Damit wir das Salpeter vielleicht dann doch mitnehmen können? Oder hat das Salpeter zum Schluss mit der Herstellung gar nichts zu tun? Wer weiß, ne? Hugos Herbarium. Wir müssen offensichtlich, habe ich gerade eben auch nochmal gesehen, Blumen sammeln. Ja, ich denke natürlich nicht, dass wir es schaffen werden, alles, was irgendwie sammelbar ist, mitzunehmen. Aber so viel wie möglich will ich unbedingt mitnehmen. Das soll schon passieren. So. Aber ich kann hier auch keine Blumen entdecken oder so. Wir gehen jetzt mal weiter. Genießen ein bisschen die Landschaft. Dass wir jetzt nicht mehr so dermaßen umgeben von Ratten sind. Hier können wir uns auch nochmal kurz umschauen. Einmal den Ausblick genießen. Wahnsinn. Die Sonne strahlt übelst hell. Geil. Das ist schon mega nice. So, lass uns mal ein bisschen laufen. Amicia, da! Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier.
Naja. Dann werden sie doch bestimmt auch schon bei dem Haus von Dingensbummens sein. Haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Hä? Ja, ja, dass ich Metallobjekte benutzen soll und so, das ist mir schon klar, aber ich darf natürlich auch... Ups. Darf auch nicht entdeckt werden, ne? Das ist ein komisches Geräusch. Ah, der geht natürlich... Der geht glücklicherweise weit weg. So, wenn er sich umdreht, dann gehen wir weiter. Komm, geh. Geh wieder. Ach, nichts. Geh jetzt. Ach, das sind denn die Nester von den Ratten? Amicia, guck viel mal. Zu krass. Diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Ob ich ihn... Amicia, ich habe keine Wahl. Oh Mann, ey. Voll auf den Hinterkopf. Kein Wunder, dass er nicht mehr durchsieht. Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke rüber. Der Wagen mit den anderen Barrikaden. Da ist eine Kiste. Ob ich die noch öffnen soll? Er geht zu schnell hin und her. Vorsicht, nicht, dass ihr euch an den Stacheln piekst hier. Hier irgendwo was Metallenes? Nicht wirklich, ne? Aber er dreht sich lange genug weg. Haben wir. Wieder verstecken. Mann, 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 ist das aufregend. Mit den Menschen ist ja genauso schlimm wie mit den Ratten. Das sehe ich mir besser an. Los, na gut. Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Ja, nichts zu berichten. Ja, jetzt ich. Okay. Moment, nochmal. Schon zum zweiten Mal. Ich sehe lieber nach. Ich sehe lieber nach, ist geil. Okay. Gut gemacht. Wieder einen Schritt weiter. Wir müssen hier weg. Ja, das ist mir klar, Hugo. Wir sind doch gleich auf dem Weg. Der Typ dreht sich auch einfach nicht weg, ne? Tja, was mache ich denn jetzt? Wenn ich da rausgehe? Was? Da hat sich was bewegt. Hier, Eindringlinge! Das war mir doch klar. Das war mir doch klar. Ich mache vor so schwer. Hey, da ist jemand. Nein, nein. Na mal gut, dass es nicht gleich vorbei ist, aber... Also... mal gut, dass es nicht gleich vorbei ist, wollte ich gerade sagen. Wir
ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ab... Was war denn das? So, nächster Versuch. Los. Na gut. Obwohl ich immer noch nicht ganz verstehe, wie wir damit weiterkommen sollen. Okay, also wir können auf jeden Fall nur hier lang. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich bilde mir das doch nicht zweimal ein. Löst aber natürlich nicht das Problem, das ich eben gerade schon hatte. Komm, schnell. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Nichts schon wieder. Gut, zurück an die Arbeit. Wo kam das her? Hilfe! Ich werde angegriffen! Oh, oh. Da drüben! Ich hab sie gefunden! Oh nein! Nein, 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 nein! Was? Was soll ich tun? Was soll ich denn nur tun? Er wusste auch noch ganz genau, wo es herkommt. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Wir können keinen anderen Weg gehen als den hier, aber... Wie soll ich den Typen denn bewegt bekommen? Ich bin nicht verrückt. Ich hab was gehört. Los, na gut. Tja, da ist nichts. Ja, jetzt ich. Schon wieder. Jetzt will ich's genau wissen. Was er so von sich gibt, ist übelst geil. Wir müssen hier weg. Wieder nichts. Das ist mir schon klar. Ach ja, natürlich. Ja, natürlich. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich hab's. So, den Topf weg. Nächsten eingesammelt. Und dann aber ganz schnell. Sag Senior Nikolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Roon, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Der Hauptmann der Burgundiade will ihn lebend? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nikolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Vorsicht, da ist eine Wache. Was ist das? Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Sucht überall. Keine Gnade. Na mal gut, dass sie nicht den Rest gleich aktivieren hier. Oh nein, du suchst jetzt nicht das hohe Gras, ne? Geh weg. Geh weg. Brech die Suche ab. Sie sind über alle Berge. Glück gehabt. Ich hätte auf Igu hören sollen, aber es sah so aus, als wenn er die Wache gemeint hat, die da in der Ferne stand. So, jetzt gehen wir einfach mal direkt hinterher.
Was zum... Mist. Warum bleibt er da stehen? Na gut. Geht er jetzt irgendwo hin? Bewegt er sich auch nochmal oder bleibt er da jetzt einfach die ganze Zeit? Nee, er bewegt sich. Gut, gut, gut. Ja, ja. Hier können wir lang. Da müssen wir durch. Wir müssen ein bisschen weiter wegführen. Ich sehe mal nach. Vorsicht bei der Landung. Na gut, kein Mucks. Eieieiei. Das Vorbeischleichen ist der absolute Wahnsinn. So, Munitionstasche, Ausrüstung können wir auch noch ein bisschen verbessern. Bänder gehen gerade nicht. Erstmal die Ausrüstung. Ich glaube, mit unserer Munition kommen wir soweit ganz gut zurecht. Klar, ein Topf mehr noch dabei haben wäre nicht schlecht. Wäre auch nicht so schlecht, aber es geht schon. Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Das sehe ich auch so. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Gut, wo ist die Windmühle? Hugo? Hugo, wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig. Aber ihn erstmal weglaufen lassen, ne? Hugo! Habe ich dich erschreckt? Die Inquisition ist hier, Hugo. Sollen sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Na schön. Und da drüben sind schon sie die sind nächsten hier. Soldaten. Der Großinquisitor. Glaubst du wirklich, dass er uns vor dem Biss... Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Alle mit an. Dafür sind wir recht hier. Hat er, recht hat er. So, hier ist mal rein. Da haben wir auch noch eine Truhe. Genial. Müssen wir jetzt die Soldaten da wegführen? Oder reicht es, wenn wir hier einfach rausgehen? Das erste scheint das zu reichen. Oder auch nicht. Wir müssen ihn auf jeden Fall... Ah, wir hätten noch einen Topf mitnehmen sollen, siehst du? Also, nochmal schnell zurück. Was ist das? Das sehe ich mir an. Ach, Mist. Langsam wird es dunkel bei mir, habe ich das Gefühl. Mach mal die Lampe ein bisschen heller, dunkler. Er kommt hier rein. Der will hier reinkommen. Moment, Moment, Moment. Ich mach mal die Lampe ein bisschen dunkler, sonst sehe ich so bestrahlt aus. Verstrahlt vielleicht sogar. Nee, das war der falsche Knopf. Ja, wenn die Fernbedienung so weit weg liegt, ne? Rein gar nichts. So. Glaubst du, es ist besser? Gut, den Topf haben wir noch dabei. Wo ist jetzt der Inquisitor? Da drüben gab es ein Geräusch. Ich sehe nach. Ausschau halten. Der andere soll auch dahin gehen. Da ist noch eine Truhe. Die will ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Natürlich. So, Stein. Oh. Was war das? Moment, ich wollte doch mit STRG machen.
Ach, er lässt sich auch nicht wieder Waffen anbringen. Bring gar nichts. Jetzt kommt ja auch noch der zweite Soldat lang. Weg mit dir, weg! Ich will an die Kiste ran. Schon wieder? Seltsam. Ich sehe mal nach. Sei vorsichtig. So kann das nichts werden. Nichts. Also muss ich jetzt erstmal warten, bis der eine weg ist. Oder kann ich vielleicht sogar die Fackel abwerfen? Nee, das bringt mir nichts. Hey, ich glaube, sie sind hier. Seht überall nach. Ja, ich so. Hier drüben nach. So kann das was werden. Stopp, stopp, stopp. Hier, Eindringlinge! Nein, weg, 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 weg! Ach, Amicia ist gestorben, ja. Ja, ja. Zwei Töpfe wären nicht schlecht, ne? Aber da liegt definitiv nur einer rum. Versteckt euch lieber, es ist gefährlich. Grunz, Grunz. Guck mal, ich könnte auch hier lang gehen. Oh nee, da sind Soldaten auch noch im zwischen den Bäumen. Ist auch nicht so geil, ne? Aber dann lasse ich die Kiste ja auch wieder zurück. Da ist eine Straßensperre, komme ich auf jeden Fall nicht lang. Gut. Also ich glaube, am allerbesten wäre es, wenn ich den Topf bei ihm noch nicht opfern muss. Wenn ich den erst später loswerde. Aber ich kann... Ich bin mir unsicher. Kann mir nicht vorstellen, dass wir an ihm vorbeikommen ohne... Bei dem anderen war ich definitiv zu langsam, beziehungsweise warum hat er überhaupt allen dreien Bescheid gesagt? Also so, dass alle drei loslaufen. Das verstehe ich auch noch nicht ganz. Moment, auf den Topf wechseln. Wo kam das Geräusch her? Von da drüben? So, er ist beschäftigt. Hier einmal durch. Zu den Steinen wechseln. Da gehen wir hin. Jetzt sagt er nicht allen Bescheid. Beeilung, 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 Beeilung. Oh, 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 oh. Jo. Nichts. Puh. Puh. Das war knapp. So, da sind die nächsten. Er kommt gerade wieder. Moment. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe. Was war's? Entschuldigung, dass ich euer Gespräch unterbrechen muss, aber... Das Geräusch! Das kam doch von da. Interessiert mich herzlich wenig, was ihr von euch zu geben habt. Nein! Ach, Mann! Wie gemein! Wie gemein! Ob wir jetzt am Kontrollpunkt wenigstens vorbei sind? Ja, sind wir. Sehr gut. Das ist ein Traum. So. Ach! Nee, aber das wird auch... Das wird zu knapp, ne? Ja, dann erwisch mich halt. Schnell!
Ihr könnt doch ruhig mal ein bisschen schneller laufen. Also wirklich. Gut, wir gehen lieber hier rüber. Das hat schon mal funktioniert. Warum sollte es jetzt nicht klappen? Dann einmal auf die Helme. Einmal dahin. Was war das für ein Geräusch? Ey, wieso? Hä? Wieso guckt er jetzt nach mir? Tja, wo gehst du jetzt lang? Ist nichts. Ich sollte mich beruhigen. Geh wieder den Weg zurück, sonst bin ich vollkommen aufgeschmissen. Eieiei. Okay, nochmal. Das reicht. Einmal dahin. Und einmal dahin. Schon wieder? Jetzt reicht's. Ich seh mal nach. Und ab ins hohe Gras. Rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. Noch immer nichts. Rein gar nichts. Na schön, vergessen wir es. Fackelträger. Schaufeltyp. Da kommen wir auf jeden Fall vorbei. Auch ohne, dass wir einen Stein werfen. Ein bisschen Steine zurückhalten muss ich schon mal. So. Ja, werfe ich den Topf jetzt oder reicht das so? Ich glaube, das reicht. Wir versuchen es. Wer weiß, wofür wir den Topf noch brauchen, ne? Da kommen wir weiter. Der da drüben sieht uns nicht mehr. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Sieht so aus. Komm, ich helfe dir. Was ein spannendes Spiel. Wahnsinn. Zug, was ist da los? Das hörte sich schon wieder an nach Ratten. Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf! Er tut so weh! Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Hast du vorhin nicht zugehört, als sie mit ihm gesprochen hat? Mama sagt, soll an dass Wolken ich nicht denken. Aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Ich weiß, ich bin jetzt gerade stumm, aber... Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Die nächste Moddergatsche. Eieieiei. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Na los, gehen wir. Heiliger Strohsack. Wenn es schafft, kommen sie raus. Alles ist gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Vor allem, was für Löcher die hier graben. Nee. Oh, durch die übelste Modder hier durch. So war nicht der Plan. Ja, da oben ist Feuer. Los, komm. Kommen wir dann uns so dran vorbei?
bisschen schneller. Kinder, los. Gut. Komm, ich hebe dich hoch. Let's go. Ja. Eine Fackel wäre jetzt super. Warum ist hier irgendwo eine Fackel? Das war knapp. Ach du. Was schon ist denn hier los? Da kommen wir nie durch. Und nun? Was sollen wir jetzt tun? Da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Ach so. Siehste? Das war so auch ein bisschen was Glänzendes achten. Mein Gott. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Oh ja, mir auch. Ich könnte es verstehen. So. Hier sollen wir uns jetzt einen Stock mitnehmen. Moment. Können wir den auch hier anmachen? Ja. Gehen wir. Geil. Ja. So, und dann zum nächsten Lagerfeuer. Alter, hier sind so viele Schweine. Ihr könnt doch genug fressen. Hört auf, mich fressen zu wollen. So. Das hätten wir. Ach so, ja. Natürlich, den nächsten Stock wieder anmachen. Nochmal. Oha. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Schneller. Komm schon. Oh. Ich glaube, das war der letzte Funken gerade, ne? Was für eine knappe Nummer, ey. Hilf mir beim Schieben. Komm schon. Alter, sind das viele. Sowohl Ratten als auch Schweine. Das ist ja der Wahnsinn. Schweine getötet. Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Der ist... Ach, du Heiliger. So schwer. Ich... Nicht reden. Lieber schieben. Wir sind da, wir sind da. Entspannung. Geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, gerade so. Hugo, aber... Was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Nochmal Werkzeug gefunden. Geile Nummer. Da ist noch eine Tür. Da werden wir definitiv auch erstmal reinschauen. Ist das eine Windmühle? Was von ihr übrig ist. Wie schön. Oh, wir haben Salpeter ausgegeben gehabt. Es ist so dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Na, da wird es bestimmt noch einen Seiteneingang geben. Oder ein Fenster. Oh, du lebst hier. Oh, noch. Hallo. Tut mir leid. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Mal zwischendurch ein bisschen die Pferde tätscheln, muss ja wohl drin sein. Gut, haben wir hier noch irgendwie was rumliegen? Ein Schwein haben sie noch am Leben gelassen, ne? Das hat Schwein gehabt. Ja, ich weiß, den hätte ich nicht bringen müssen. Aber ich fand ihn sehr lustig. Das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du? Bitte. Na schön, geh schon. Na, ein Blümchen werden wir ja wohl mitnehmen dürfen. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. Eine Akelei, okay.
Oh, wir haben sogar die zweite Blume gefunden, so wie es aussieht. Ein Geschenk haben wir leider verpasst und eine Kuriosität. Aber die haben wir geschafft. Die haben wir mitgenommen. 2 von 13. Ihr Name geht auf das lateinische Wort für Adler Aquila zurück, den sie aufgrund der clownartigen Form ihrer Blütenblätter erhielt. Sie ist ein Zeichen für Trauer und Aufgewühltheit und sogar für Wahnsinn. Die Blüte selbst ist süß und essbar. Ihre Wurzeln und ihr Stängel sind allerdings hochgiftig. Werden diese verschluckt, können Entzündungen des gesamten Verdauungssystems sowie gefährliches Herzrasen ausgelöst werden. Das ist ja auch doll. Dolle Nummer, dolle Nummer. Hier ist ein Fenster. Hugo, da werden wir doch einfach mal rein. Und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Hoffentlich lebt der Onkel noch. Oder was auch immer das ist. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Das sieht schon viel besser aus. So. Da ist jemand. Zurück. Sehen wir mal nach. Oh, der scheint krank zu sein. Genau, hier sind die Destillierapparate, die sie gerade gemeint haben. Gut, ich denke mal, der ist oben. Hier haben wir noch Schinken hängen. Tür Nummer 1. Was verbirgt sich hinter Tür Nummer 1? Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie, in ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst er schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Das Zeug ist in der Scheune. Los. So kann das nichts werden. Oh nein, sie sind hineingelassen. Ich finde einen Weg, sie abzulenken. Oh, die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laternen. Schon in Ordnung. Los! Schießt du mit deiner Schleuder auf die Laterne, um sie zu zerstören? So. Tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Oh nein. Ja, hier sind auch welche. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Gute Frage. Nächste Frage.
Hier irgendwie draufklettern können wir nicht. Wir brauchen aber wenn Fleisch. Wir zur Rückseite des... Tot oder lebendig. Oh nein. Oh nein. Ich weiß, was Hiermit wir zu tun haben. Gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Das ist wir doch nicht gut. Sowas in der Art. Das ist nicht gut. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Hugo, am besten du gehst irgendwo anders hin. So ist es gut. Und gut kaum, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde. Nein! Was? Warum? Ach, da stand doch einfach nur Leertaste. Ich wollte doch einfach nur rüber. Nein. Oh, sie schenken. Er ist den Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterne. Schön in Ordnung. Los! So, erst die Schinken, dann die Laterne. So. Hätte von Streupunkt hier auch mal ein bisschen besser aktiviert werden können. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön, aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir offensichtlich haben nicht. Eine lange Reise hinter uns. Hallo? Könntest du bitte aufhören, dich zu bewegen? Und wo ist der Junge? Ach so. Okay. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignefer gehen. Wie ja, das habe ich verstanden. Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. So, neuer Versuch. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Das ist auch beim zweiten Mal immer noch schwierig. Aber was sollen wir tun, ne? Die beiden Schinken im Haus, die sind auf jeden Fall weg. So ist es gut. Und gut kaum, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Nein. Fall entkommen. Ich werde absperren. Okay. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Tja, wie soll er reagieren, ne? Komm, hoch mit dir. Ah, das Licht. Ja. Na, das Schwein wird wenigstens Hugo, nicht gefressen, ne? Sieh lieber nicht hin. Warum? Das arme Pferdchen. So. Hier komme ich nicht runter. Ach so, ich muss die... Oh nein. Ich dachte, ich kann die... das Schwein wenigstens trotzdem beschützen. Aber es sieht nicht so aus. Nein, Amicia, was machst du da? Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Kommt, hier rüber. Armes Schweinchen. Das sehe ich auch so. Gern habe ich das nicht gemacht, doch. Gut, hier können wir jetzt runter. Eieiei, ein geheimer Keller. Das ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas.
Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Als hätte ich sowieso sowas nicht immer bei mir. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf. Eine alchemische Vereinigung. Das ist, einfach Alchemie. Sieht Lukas, aus, als hätten sie eine ganze Weile nicht hier verbracht. So krank wie Laurentius. Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Und wird er sterben? Ich tue, was in meiner Macht steht, um das hier, zu verhindern. Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Ignifer, du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halte Tabulator gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Okay, um es herzustellen. So, es ist... Oha! Nein, nein! Jetzt brechen die ja auch noch durch. Nein, das Ignifer ist hier. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Du kannst das Ignifer auf Glut werfen, um sie zu entzünden. Es macht Feuer. Oh ja, nice. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Okay, jetzt können wir ja auch einfach wieder rauslatschen. Sauber. Ratten, zurück! Oh, die sind fertig. Wirf es in die Flut. Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Du zuerst. Nee, sie sind noch nicht fertig mit Essen. Aber eindeutig sind genug dran. Das sind ganz schön viele. Laurentius, wir müssen noch mehr herstellen. Ich bahn uns einen Weg. Zack. Ich werde noch nicht gleich alles an Material aufbrauchen. Wer weiß, wofür das gut ist. Los, komm! Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass... es mir... Nein! Amicia! Lupa, geht auf! Nein! Meister! Lupa, warte! Der Gelief hat... Vorsicht! Tu doch was! Wir müssen weg! Jetzt! Meister. Hey, halt! Wir brauchen dich! Seht, das Pferd! Wir müssen hier weg! Hugo, Lukas! Lauf, wir brauchen das Pferd! Mann, kann es nicht erstmal kurz besser Lukas, laufen oder so? Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Ach so, okay. Lukas! Ignifer kann die wieder anzünden. Nächste. Noch eine. Eieiei, wie die auch rennen, ne? Wir sind das Klingeln! Oh, wohin jetzt? Wohin? Da! Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los! Amicia, die Windmühle steht fast in Flammen. Zack, dann müssen wir sie wohl anzünden. Lukas! Moment. Machen den zweiten Flügel auch noch? Jetzt können wir weiter. Eieiei. Ab zum Boot. Wenigstens sind wir hier weg.